Ich hatte zwei Bewerbungsgespräche. Das erste Bewerbungsgespräch hatte ich in der Zentrale in Linz. Mein zweites Bewerbungsgespräch hatte ich in meiner Filiale in Machtrenk mit der Filialleiterin und dem Regionaldirektor. Tatsächlich bin ich angesprochen worden, weil ich war damals bereits Kundin von der Sparkasse und habe einen super Betreuer gehabt und habe aber dann gemerkt, boah, also wenn dort alle so arbeiten, dann will ich dort auch arbeiten. Wurde dann eingeladen von der Personalabteilung zu einem persönlichen Gespräch. Insgesamt war der Prozess also sehr schnell und ich habe mich eigentlich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Wenn es Bewerbungen bei uns im Team gibt, bezieht uns unsere Führungskraft immer mit ein. Das macht mit Sicherheit Sinn, weil wir ja gemeinsam gut funktionieren müssen. Deswegen gibt es bei uns auch immer solche Sachen wie Schnuppertage, ganz einfach, wo von beiden Seiten einfach einmal so ein bisschen das Gespür herkommen muss, hey, könnte ich mir vorstellen, in diesem Team zu arbeiten. Auf das Bewerbungsgespräch kann man sich vorbereiten, indem man sich die Homepage der Sparkasse Oberösterreich anschaut und sich generell über die Sparkasse informiert. Ich würde mir auf jeden Fall die Website der Sparkasse anschauen, aber auch den Facebook- und Instagram-Auftritt zum Beispiel. Was sicher auch zu empfehlen wäre, wäre, dass man vielleicht in ein, zwei Filialen nochmal geht, falls man es nicht kennt und da mal ein bisschen Sparkassenluft schnuppert und vielleicht das eine oder andere dort beobachten kann. Ganz wichtig ist aber auch, dass man authentisch bleibt, weil es hat einfach keiner was davon, wenn man sich verstellt und nicht man selber ist. Da ich jetzt weiß, dass die Sparkasse auch gerne Quereinsteiger wie mich nimmt, Studienabbrecher und so weiter, nicht so sehr verunsichern lassen von den Qualifikationen, die vielleicht angefordert sind, weil man kann sehr viel mit authentischen und persönlichen überzeugen. Und wenn man motiviert ist, sich auch weiterzubilden, was die Sparkasse ja anbietet, dann soll man sich auf jeden Fall bewerben. Ja. Wichtig ist, dass man motiviert ist und dass man offen für Neues ist. Das ist das Entscheidende. Wir suchen Leute, die motiviert sind, die wissbegierig sind und auch gerne im Team arbeiten.